going on right now? Servus, hallo, grüß euch, hier ist der Olli und hier sind wir heute beim McSorley's Old Ale House, das es schon seit 1854 gibt. Ja, es hat ein A und tolle Fässer, auf die kann man sich setzen. Wenn wir später wieder rausgehen, brauchen wir das vielleicht. Wenn ihr reinkommt, dann werdet ihr merken, das ist wirklich eines der ältesten irischen Pubs hier in New York City. Be good or be gun steht da oben. Bedeutet, sei gut, trink fleißig, aber wenn du dich daneben benimmst, dann kann es wieder gehen. Dann haben wir hier das Menü heute. Es gibt ein bisschen ein paar Hot Dogs, es gibt sogar einen Chili Dog, ein paar Sandwiches. Super lecker, braucht man beim Bier. Beim Bier findet ihr Light oder Dark, also ein helles Bier oder ein dunkles Bier. Und wenn ihr das Bier kriegt, dann kommt es in zwei Tassen. Die Kasse da ist wirklich alt, beziehungsweise die Zapfhähne, tolle Bilder vom Yankee Stadium. Und dann schwingen wir mal rum in den hinteren Raum, wo es mittlerweile erst seit den, ich glaube, 70er Jahren ist es, dass hier die Toilette für die Frauen gibt. Davon waren nämlich keine Frauen hier drin erlaubt. Wow, es ist der Wahnsinn. Den Notausgang würde man nicht erkennen, wenn es nicht da oben geschrieben steht. Our brothers will never be forgotten ist natürlich für die 343 Feuerwehrmänner, die ums Leben kamen am 11. September. Da ist der Ladies Bathroom. Unten steht drauf, was man macht, wenn man sich verschluckt hat, beziehungsweise wie man hilft. Und einmal schwingen wir noch rüber an der Küche vorbei. Und hier direkt auf die amerikanische Fahne zu, die hinter dem Ausgang liegt. Der alte Feuerplatz hier, das ist Bible House. Da drüben bin ich. Sag Servus und Hallo. Und Servus und Ciao. Denn mein Bier wartet auf mich. Liebe Leute, wenn ihr mal nach New York City kommt, meldet euch, dann machen wir uns vielleicht hierher ins McSorley's Old Ale House. Bis dann, Servus und Ciao, sagt der Olli. Für die Baba, ciao.